Ja, grüß Gott, liebe Sportsfreunde, es wird wieder spektakulär. In der Lorberg-Schenke Frankfurt jetzt Bembel und Gebabbel. Der Fußballer, der heute Abend hier bei uns am Tisch sitzt, war schon immer ein echter Typ. Angepasst sein war für ihn nie eine Option in seinem Leben. Er ist der weise Brasilianer. Herzlich willkommen, Ansgar Brinkmann. Du hast als Fußballer schon ein bisschen Stress immer angezogen. Also manchmal habe ich auch gedacht, warum macht er das? Ich war schon oft nicht disziplinierbar. Ich habe schon Probleme damit, okay, das stimmt, mit Instanzen, die mir mein Leben erklären wollen oder mir sagen wollen, was ich gleich in 2 Stunden mache oder so. Das ist nicht so mein Ding. Ich kenne keinen Fußballer weltweit, der beim Abschiedsspiel eine rote Karte gekriegt hat. Ja. Meine Damen und Herren, hier sitzt einer. Ja. Das war auch nicht abgesprochen. Also ich war wirklich dann auch am Schluss überrascht. Verlieren ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Okay, ich akzeptiere das dann. Aber ich glaube, wir lagen hinten und dann ist es in mir drin, dass ich alles menschliche Mögliche versuche, ein Spiel zu gewinnen. Das hört irgendwie nie auf. Mit Jürgen Klopp lange zusammengespielt, sehr, sehr guter Freund. Kein Gegenspieler übrigens, hat mich mehr beschimpft wie Jürgen Klopp. Also Jürgen Klopp hat ja direkt hinter mir gespielt und Ansgar kommt zurück, ich hau dir aufs Maul, komm in die Ordnung. War auch ja mein Zimmerkollege, dann hat es mal richtig gescheppert beim Auswärtsspiel. Dann ist er wach geworden und sagte, und ich stand so am Fenster und werde ich nie vergessen, der sagt, Ansgar, was ist los? Ich sag, alles gut. Und dann sagt er als nächstes, wo ist der Fernseher? Ich sag, weg. Ne? Den habe ich wirklich dann aus dem 8. Stock geschmissen. Und dann hat er nur noch gefragt, warum? Warum schmeißt man aus dem 8. Stock im Hotel nachts einen Fernseher raus? Ja, das hat mich Jürgen Klopp in diesem Moment auch gefragt. Und ich habe ihm dann wirklich gesagt, Film hat ein Scheißende. Ja gut, das verstehe ich. Ja, klar, wenn Film Scheißende, das hättest du gleich sagen müssen. Ihr könnt jetzt für einen guten Zweck was erspielen. Du hast jetzt ein Lied, du darfst aber nicht singen. Du darfst nur summen. So, Achtung. Und jetzt fängst du an zu summen. Nicht so nah dran. Nein, weiter. Nein. Da kommt kein Mensch drauf.